So, meine Lieben. Those are the Was? Im Endeffekt. Jonen. Es wird mega sad. Also der Trailer, der ist schon. Wie gesagt, wir werden jetzt eine Demo spielen. Jetzt Wishlisten brauche ich nicht. Habe ich schon. Ich weiß nicht, wie lange die Demo geht. Wir werden es sehen. Aber ich hoffe, dass wir einen guten. Ja. Soll dieses Jahr noch erscheinen? Feststeht, davon wird es definitiv ein Let's Play. Also definitiv. Aber nun schauen wir erstmal in Demo rein. Wir werden dieses Jahr noch sehr viele emotionale Spiele. Ich weiß, es klingt komisch, Schwesterherz, und es ändert nichts an den Dingen. Aber immer wenn ich das Gefühl habe, dass mir alles zu laut wird, schließe ich einfach meine Augen und lausche. Es beruhigt mich, das Wissen, dass selbst hier in Yesterby und jetzt, in diesem Moment, etwas geschieht, das nichts mit mir zu tun hat. Dann öffne ich meine Augen und lass alles auf mich wirken. Ist das nicht wundervoll? Die Luft, der Ozean, unsere Häuser, angespült wie Treibgut hier am Ende der Welt. Gaia, die nachts von der Arbeit in ihrer Praxis nach Hause kommt. Die Geräusche von Melvilles Hammer, der im Schuppen wieder mal eine Spätschicht einlegt. Nichts steht jemals still. Jetzt reicht's. Ich mach jetzt Abendessen. Was ist mit Angie? Sie kann ja meinetwegen die Reste essen. Hat sie dir wirklich nicht gesagt, wohin sie wollte, Conny? Nein, aber sie meinte, sie würde zum Abendessen zu Hause sein. Es geht immer nur um sie. Selbst wenn sie nicht mal hier ist. Nein, so ist sie nicht. Hat sie ihre Schlüssel vergessen? Es ist nicht abgeschlossen. Wer ist das? Liebling? Oh, dieses Mädchen. Sieht aus, als hätte deine Schwester eine Bank überfallen. Concordia, geh auf dein Zimmer bitte. Warum? Concordia, was ein Name! Ich will es nicht nochmal sagen. Was ist los? Angie? Bist du zurück? Die Polizei steht vor der Tür. Mom sah ziemlich verängstigt aus. Verängstigt und wirklich wütend. Wo bist du? Wieso bist du noch nicht zu Hause? Guck dich an. Du bist ja ganz verkrampft. Ich hänge vermutlich einfach nur mit Zack unten am Strand ab. Du hattest heute nicht vor, jemanden zu treffen. Tatsächlich? Du hast es mir heute Morgen gesagt. Okay, sind wir diese Angel? Morgen. Hey. Mir keine neuen Knöpfe kaufen.
Sie meinte, ich würde sie sowieso nur als Augen für meine Plüschtiere benutzen. Sie will, dass ich stattdessen erwachsen werde und Pullover nähe. Coraline-Vibes. Der Winter wird kalt. Ich habe dieses Jahr schon genug Pullover genäht. Und ich bin erwachsen. Sie ist diejenige, die mich immer noch wie ein Kind behandelt. Nun, fairerweise muss man sagen, dass Plüschtiere in ihrer Generation wirklich nur für Kinder gedacht waren. Plüschtiere sind mir egal. Ich will einfach eine Herausforderung haben. Eine wilde Chimäre mit zwei Köpfen. Oder einen bayerischen Wolpertinger. Was hat Dad dazu gesagt? Er hat gelacht und meinte, er hilft mir bei der Namenssuche. Aber es braucht keinen Namen. Es ist einfach nur ein Spielzeug. Sie sind manchmal so einfältig. Es tut mir leid, aber du wirst das hier ohne mich aussetzen müssen. Wo willst du hin? Ich weiß noch nicht. Kann ich mit dir kommen? Besser nicht. Bin heute nicht gerade bester Laune. Ich habe später einen Termin bei Gaia. Alles andere verschiebe ich auf einen anderen Tag. Ich sollte allerdings zum Abendessen zu Hause sein. Oh. Okay. Dann fange ich mal mit der Arbeit am Wolpertinger an. Diese ganze Rohwolle in meinem Regal. Irgendetwas muss ich ja damit machen. Am besten etwas mit Geweih, zwei Hasenpfoten und einem Schnabel. Mom wird durchdrehen, wenn sie das Ding sieht. Ich versuche nicht zu spät zu Hause zu sein. Rohwolle. Das gefällt mir. Wir sehen uns am Abend. Ich bin mit dem Design schon fast fertig. Also, wo bist du? Ich bin hier, oder nicht? Bist du nicht? Okay, lass uns versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Komm schon, nimm meine Hand. Du zitterst, Schwesterherz. Versuch mal, deine Augen zu schließen. Und tu dann das, was du immer tust. Was hörst du? Mom schreien. Okay, dann besser keine geschlossenen Augen. Konzentrieren wir uns auf etwas in meinem Zimmer. Etwas, woran wir uns festhalten können. Vielleicht finden wir ja einen Hinweis auf das, was zur Hölle hier gerade vor sich geht. Wegen der Laptop, ne? Immer kuschelt. Ja? Ich kann jetzt nicht sagen, ne? Hast du einem Gedicht geschrieben, bevor du gegangen bist? Das Dorf erklingt, der Ozean funkelt. Alles im Schwung und niemals verdunkelt. Gleichgültig das Wasser, die Dämmerung starr. Sie ist fern und doch greifbar. Und doch greifbar. Mehr steht da nicht. Wie es wohl weitergeht? Weit und doch nah? So hell und klar? Was auch immer ich mir dabei gedacht habe, ich habe es nicht vollendet. Ernsthaft, ich war nie besonders gut darin, Dinge zu Ende zu bringen. Ab und zu hapert mal, ja? Ach, der... Genau, Thema Kuscheltier. Noch im Bett. Aber. Ohne den. Ich auch. Deine Kameratasche ist leer. Natürlich ist sie das. Das Sonnenlicht an der Küste war heute nahezu perfekt. Der Himmel war großzügig, wie Mom es zu sagen pflegt. Vielleicht bin ich rausgegangen, um ein paar Fotos zu schießen. Conny, könntest du bitte für einen Moment runterkommen? Moms Predigt war sowas von langweilig, dass uns allen das Gesicht eingeschlafen ist. Perfektes Timing für ein Familienfoto. Du siehst ja trotzdem glücklicher aus, als das in den letzten paar Wochen der Fall war.
Conny, bist du da? Nein, ich bin nicht. Eins, Conny. Oh, Angie. Tut mir leid. Ich wollte bloß deine Schwester holen. Conny? Was wolltest du in Angelas Zimmer? Fängt schon echt krass emotional an. Meine Kleine. Oh, Liebling. Ich muss dir etwas sagen. Conny, deine Schwester. Es gab einen Unfall. Was für eine Art von Unfall? Dad? Er scheint mich nicht zu hören. Warte hier. Sollen wir ihm folgen? Sollen wir ihm so folgen? Mit durch. Ich habe sie darum gebeten zu gehen. Mein Engel würde um diese Uhrzeit niemals mit dem Fahrrad die Küste entlang fahren. Würdest du mir bitte ein paar Kartoffeln aus der Speisekammer bringen? Oh, Liebling. Wir müssen es Conny erzählen. Was ist bloß, Mom? Conny, könntest du bitte den Tisch decken, Liebes? Das Abendessen ist gleich fertig. Wir müssen uns Gehör verschaffen. Oder ist das falsch? Wäre es besser, ihr Zeit zu geben? Geben ihr Zeit. Ich bin sicher, die Polizeibeamten meinten es nur gut. Aber sie kennen sie nicht so gut wie ich. Mama, Papa. Dad? Sie wird Hunger haben, wenn sie nach Hause kommt. Was wollte die Polizei? Auf mich wie ein Kind zu behandeln. Sagt mir, was passiert ist. Ich kann das gerade nicht gebrauchen. Was stehst du hier noch so herum? Dad? Conny. Es ist... Bitte, rede mit mir. Lass uns ins Wohnzimmer gehen und uns einen Moment hinsetzen. Geht nicht. Ich kann jetzt nicht allein sein. Ich komme mit euch. Liebling. Ich bin tot, nicht wahr?
Also, die Polizei ist da gewesen, um mit uns zu reden. Denk dran, sie stehen immer noch unter Schock. Es sind also bloß Worte. Ungeschönt, unschlüssig, Rohwolle. Sie können mich nicht so hören, wie du es kannst, und nehmen vermutlich das Schlimmste an. Es ist unsere Aufgabe, die Wolle zu nehmen und sie zu etwas Schlüssigem zu verweben. Hörst du zu, Liebling? Hör mir zu, dann wird alles gut. Alles wird Sinn ergeben, okay? Schaffst du das? Conny? Ja, ich schaffe das. Du schaffst was? Ich kann zuhören. Boah, das fängt schon so krass an. Oh mein Gott. Ich bin immer so sprachlos. Ne? Danke, dass ihr alle so kurzfristig erschienen seid. Gestern Abend, ungefähr gegen 22.30 Uhr, war Angela in einen Verkehrsunfall verwickelt. Sie hatte gerade auf ihrem Fahrrad das Dorf hinter sich gelassen, als sie von einem Auto erfasst wurde. Shit, oh, was? Geht es ihr gut? Komm schon, antworte ihr. Geht es ihr gut oder nicht? Der Fahrer hat einen Krankenwagen gerufen, aber sie haben zu lange gebraucht. Zu lange gebraucht? Zu lange wofür? Was soll das heißen? Schluss mit dem Gelaber. Wenn ihr etwas zugestoßen ist, dann sag es uns. Es bedeutet, dass der Herr im Himmel mein Baby wieder zurück in seine Obhut geholt hat. Ach, fahrt doch alle zur Hölle! Junge, bleib mir vom Hals! Armer Zack. Gib ihm einen Moment, Liebling. Ich weiß, dass wir immer noch den letzten Vorfall dieser Art betrauern. Ich bitte euch also erneut, versucht füreinander da zu sein. Gebt euch aber auch gegenseitig den nötigen Raum, falls es erforderlich ist. Ob hier... Es tut mir so leid. Wie konnte das nur passieren? Es tut mir leid. Ich kann hier nicht länger bleiben. Schatz, wir müssen über die Fahrt reden. Das können wir drinnen tun. Ich muss mich setzen. Blanche, Jasper. Hier. Habt ihr einen Moment? Klar. Danke, dass ihr hier seid. Ich werde heute den ganzen Tag in der Krankenstation sein und für Pia und Axel Telefonate erledigen. Die Krankenstation. Wenn ihr reden wollt oder Fragen habt. Ich habe dort viel Zeit verbracht. Könnt ihr jederzeit vorbeikommen. Vielleicht war es sogar der letzte Ort, an dem ich vor meinem Unfall gewesen bin. Wir sollten Gallia bald dazu befragen. Mein Gedächtnis ist ein wenig vernebelt. Wir sollten auch nach Zack suchen. Er sah nicht gut aus, als er weglief. Ach. Wünsche zeigen. Was mag er erreichen? Ach, er sieht. Was sich. Stimmt nicht. Wir gehen weg, ne? Ist schon gut. Ich kann auf Eli aufpassen. Danke, Lee. Kein Problem. Ich
Wusstest du davon? Nein. Lee, was ist denn los? Deine Mutter wird es dir bald erklären. Sie wird gleich wieder zurück sein. Den Charakter. Wenn du. Also können wir uns jetzt im. Olli? Olli, wo bist du? Ah, da. Ah, da ist. Nein, 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 nein. Conny. Noch ein bisschen auf das Wohlbefinden achten. Aufgelöst. Weißt du, wie alle einfach nur so dastanden, als Galia es ihnen erzählte. Sie haben nicht mal gefragt, ob es wirklich Angie war, die man gefunden hatte. Ernsthaft, was, wenn das alles nur ein wirklich kranker Witz ist? Wer weiß, vielleicht steht sie jetzt gerade in diesem Moment hinter der nächsten Ecke und biegt sich vor Lachen. So ein Witz würde sie niemals machen. Aber abgesehen davon hast du recht. Sie ist immer noch da. Was? Was meinst du? Wo ist sie? Ich kann ihre Stimme hören, wenn ich aufmerksam hinhöre. Kannst du sie nicht hören? Was? Nein, nein, ich kann sie nicht hören. Wieso sagst du so etwas? Im Ernst, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Verdammt! Nimm ihm das nicht übel, Schwesterherz. Es ist ziemlich viel für ihn. Aber wir gucken mal, Zack. Ereignis? Hast du gehört? Mom ruft. Zeit, nach Hause zu gehen. Da muss man sich im Endeffekt... Da ist er. Conny? Hey, River. Hey. Du... Wollen wir zusammen abhängen? Es ist okay, wenn du es nicht möchtest. Fühl dich zu nichts gezwungen. Ich meinte nur, wenn du jemanden brauchst, der dich für eine Weile hier rausholt, dann gib mir einfach ein Zeichen, okay? Okay.
Okay, ist wieder. Okay. Oh, was für eine Tragödie. Wie geht es allen? Was denkst du? Klar. Soll ich Tee aufsetzen? Nicht für mich. Ich muss mich noch um eine Menge Dinge kümmern. Es ist erstaunlich, wie du das alles bewältigst. Ich... Und ich war nicht mal so eng mit ihr wie du. Du hast ihr näher gestanden als ihre eigene Mutter. Ich war einfach nur ihre Ärztin. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann kümmere dich bitte heute um die Pflanzen. Ich komme heim. So schnell ich kann. Okay. Halte durch, meine Schöne. Mein kleines Baby. Hey, Mom. Dass du mir nie wieder einfach so wegläufst. Dein Dad und ich müssen für eine Weile das Dorf verlassen. Na toll. In der Zwischenzeit wird Tante Gallia nach dir sehen. Ja. Also, sei brav und mach keine Schwierigkeiten. Okay. Wir sind bald wieder da. Ich liebe dich, meine Kleine. Die Sache ist ernst. Gallia war das letzte Mal unsere Tante, als wir noch klein waren. Wenigstens ist sie nicht von der Sorte Mensch, die uns ständig ungefragt umarmt. Hallo? Ich rufe aus Yesterby an. Spreche ich mit dem Leiter des Bestattungsunternehmens? Ja, ich bin die Mutter. Ich habe vorhin vergessen, etwas zu fragen. Nein. Nein, habe ich nicht. Ja, was die Kleidung angeht. Ja? Darf ich fragen, wer sie einkleiden wird? Ja? Ja, ich bin bald da. Vielen herzlichen Dank. Wiedersehen. Krass, ne? Warte ich. Da ist es ja. In Blau hast du immer so hübsch ausgesehen.